Die Ausgangslage für Anarchokapitalismus und Sezession. Bevor es zu den Fragen geht, die mit Sezession verbunden sind, gilt es noch einmal, die Ausgangssituation darzustellen. Die Ausgangsposition ist durch die Welt bestimmt, in der wir uns zurzeit befinden. Die historischen Situationen des zerfallenden Feudalismus, die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg oder der Zusammenbruch des Warschauer Paktes sind schon sehr verschieden. Die heutige Welt ist eine, deren Etatismus sich auf eine spezielle Art an die Grenzen der praktischen Durchführbarkeit bringt. Gemeint ist die Situation zunehmender Verschuldung, die so viele Staaten in der Welt gleichzeitig betrifft, dass sie sich nicht einmal mehr gegenseitig heraushauen und als Bürgen eintreten können. Unter diesem Szenario sind vor allem zwei Entwicklungen denkbar, die auch Hans Hermann Hoppe nennt. Die eine Entwicklung ist die, dass Staaten mit Faschismus eine Zeit lang ihre prekäre Lage unter Kontrolle bringen. Die andere politische Situation ist die, dass Regionen, die sich von der politischen Entwicklung benachteiligt sehen, in verschiedenen Separationsbestrebungen engagieren und damit mehr oder minder Erfolg haben. Diese angespannten Situationen könnten im günstigsten Fall die Möglichkeiten bieten, auch individuelle Sezession durchzuführen. Die grundsätzliche Frage ist nun, was man vor diesem Hintergrund als jeweiliger Spezialist machen kann, beziehungsweise von vornherein gar nicht erst versuchen sollte. Es gibt theoretisch viele gute und weniger gute Wege, das staatliche System zu schwächen. Praktizierte Beispiele sind die Einführung von Privatwährungen und die Bewerbung des libertären Verständnisses in der Bevölkerung. Das sind Vorgänge, die auch stattfinden, ohne dass Anarchokapitalisten sich darum heute kümmern müssen. Es gibt im Prinzip genug Personen, die das versuchen, während die Spezialisten, also ernsthafte, engagierte Anarchokapitalisten, eine relativ kleine, versprengte Gruppe sind, die sich klugerweise nicht auch noch darin verausgaben sollte, sondern das ist ein Service, der von anderen marktwirtschaftlichen Kräften ohnehin zur Verfügung gestellt wird. Man muss sich natürlich fragen, was in diesem Umfeld an Leistungen fehlt, die erbracht werden müssten, damit ein gewünschtes Unternehmen erfolgreich sein kann. Und dieses Unternehmen lautet natürlich individuelle Sezession. Nur ernsthaft engagierte Anarchokapitalisten und nicht etwa irgendwelche Liberalen sind in der Lage zu erfassen, was die besonderen Dienstleistungen sind, die individuelle Sezession braucht. Sie sollten sich sinnvollerweise auf diese Arbeit konzentrieren, die von anderen nicht zur Verfügung gestellt werden kann, weil jene die Anforderungen dazu überhaupt nicht verstehen. Allerdings könnte es theoretisch auch sein, dass sich Etatismus als solcher von einer endgültigen Krise nicht mehr erholt und dass man eigentlich gar nichts machen muss, aber das erscheint für absehbare Zeit eher unwahrscheinlich und andererseits bedeutet das nicht, dass man diesen Vorgang, falls er grundsätzlich möglich ist, nicht befördern oder gegebenenfalls sogar davon profitieren kann, wie noch auszuführen ist. Nun habe ich ganz bewusst über Unternehmen und Profit geschrieben. Es wäre ein Widerspruch in sich, eine kapitalistische Sezession über etwas anderes erreichen zu wollen als über kapitalistische Handlungen. Das ökonomische Prinzip
Dass Freiheit nur über den Markt erreichbar sein kann, ist essentiell. Das impliziert auch, dass kein Altruismus im größeren Maßstab erwartet werden kann. Altruismus mag in der Familie oder unter Freunden gut funktionieren, unter eng begrenzten Zielen auch mit Abstrichen in Vereinen oder Open-Source-Gruppen. Doch wegen der fehlenden sozialen Mechanismen für individuelle Belohnung und Sanktion muss Altruismus im größeren Maßstäben versagen. Das heißt, unsere Überlegungen müssen streng ökonomisch sein, wenn sie sich auf offene soziale Strukturen richten. Das ist einerseits eine Voraussetzung, um das zu leisten, was Anarchokapitalisten wollen. Andererseits verdeutlicht es, dass Anarchisten sich auch auf einfacher Vertragsbasis begegnen können. Mit einer Einschränkung im Vorfeld allerdings, der Markt dafür existiert schließlich noch nicht. Was ich gerade beschreibe, ist lediglich eine Pionieridee, um diesen Markt zu schaffen. Gäbe es bereits eine Industrie mit einem Angebot für Sezession, dann gäbe es keine Sorge in diesem Punkt. Aber hier müsste erstmal etwas mit einem organisatorischen und finanziellen Aufwand bereitgestellt werden. Über den Bedarf am Produkt selbstbestimmtes Leben kann es keinen Zweifel geben. Zum Profit. Es ist einiges zum möglichen Ablauf zu erklären, aber zunächst mal möchte ich klarstellen, was der unternehmerische Anreiz ist. Mancher mag nämlich denken, das Vorhaben sei mit hohen Kosten verbunden und im Falle des Scheiterns drohe der Totalverlust des eingesetzten Kapitals und/oder Gefängnisstrafen. Genau das verkörpert aber meine Vorstellung von sinnvoller Sezession nicht. Wenn zum Beispiel zu so einem Projekt an einem bestimmten Ort Immobilien angekauft werden, dann ist es zunächst ein reines Anlageprojekt in Sachwerte. Ergibt sich keine realistische Möglichkeit zur Sezession, dann beschränkt sich der Verlust auf die Kosten der Vermögenstransfers und die organisatorischen Kosten, die für die Sache bis dahin ausgegeben wurden. Demnach ist das Risiko überschaubar. Auf der anderen Seite, wenn Sezession erfolgreich ist, dann kann das Projekt über den Verkauf der Immobilienanteile wieder abgewickelt werden. Da dann mit Wertsteigerungen der Grundstücke zu rechnen ist, stehen den begrenzten Risiken angemessene Gewinnaussichten gegenüber. Nunmehr stellt sich die Frage, wie der Fall des Scheiterns minimiert werden kann, um auch die Frage nach dem Risiko zu beantworten. Dafür ist eine genaue Analyse über die Gewaltbereitschaft der betreffenden Staaten in der betreffenden Situation notwendig. Es wäre so einfach zu sagen, dass ein Staat sich nicht wehrt, wenn er keine Armee hat. Er könnte das immer noch US-Korps und Blauhelmen übernehmen lassen. Es wäre auch zu einfach zu sagen, dass ein Staat zu mächtig wäre, wenn er bis an die Zähne bewaffnet ist, wie die Vereinigten Staaten. Es kommt dann immer noch darauf an, ob der Staat noch die organisatorischen Fähigkeiten besitzt, einen Aufstand skrupellos niederzuschlagen. Das war zum Beispiel beim Fall der Mauer 1989 nicht mehr der Fall. Die DDR war trotz beträchtlichen Aufwandes für die Staatssicherheit hoffnungslos am Ende. Was hätte man zu dieser Zeit von politischer Seite dagegen unternehmen können, wenn sich einige Gemeinden gegen die Wiedervereinigung gewehrt und ihre Unabhängigkeit erklärt hätten? Wäre das kein idealer Ausstiegszeitpunkt gewesen?
ungeachtet, dass die Menschen mit Versprechungen blühender Landschaften und barer D-Mark geködert wurden. Es ist natürlich eine andere Sache, wenn ein Staat dem anderen aus der Patsche hilft oder wenn sich eine Staatsform gegen eine andere upgraden lässt. Diese Optionen entfallen weitgehend, wenn die westlichen Demokratien ebenfalls durch sozialistische Misswirtschaft am Ende sind. In dem Maße, wie lokale Gruppen bereit sein werden, ihre Unabhängigkeit bis zum Äußersten verteidigen zu können, desto schwieriger wird es für den Staat werden, militärische Aggression gegen die eigene Bevölkerung zu organisieren, die nichts weiter als ihr legitimes Recht ausübt. Diese staatlichen Kräfte müssten einer Minderheit gehorchen. Dies wird umso schwerer, wenn wachsende Bevölkerungsgruppen aufgrund der Entwicklungen auf verschiedensten föderalen und supranationalen Ebenen zu separatistischen Akten streben. Diese wohl zwangsläufigen, tumultartigen Entwicklungen am Ende des westlichen Sozialdemokratismus werden aber nicht zum gewünschten Libertarismus führen. Wenn man zum Beispiel auf 1989 zurückblickt und bedenkt, was falsch gelaufen ist, dann ist klar, dass die DDR-Bürger keine Vorstellung davon hatten, was Freiheit tatsächlich zu bedeuten hat. Die Politik hat diese Gefühle sehr schnell eingesammelt, um sie in einen neuen Etatismus einzukleiden, der ebenfalls wieder zusammenbrechen wird. Es ist wahrscheinlich, dass die nächste Gelegenheit zur Sezession wieder versäumt wird, wenn Menschen nicht bereits hier und heute so vorbereitet sind, dass sie so eine Lage für sich zu nutzen imstande sind. Es gilt dann für die aktiven Anarchokapitalisten, diese Phase des staatlichen Verfalls nicht ungenutzt vorüberstreichen zu lassen. Wesentliche organisatorische Fragen müssen im Vorfeld beantwortet sein, um schnell genug auf lokaler Ebene handeln zu können. Die wesentliche Schwierigkeit ist dabei zu lernen, die staatliche Behinderung im individuellen Handeln zu überwinden. Solange die kooperativ Handelnden in einem System zu moralischem Fehlverhalten animiert werden können, ist jede zuverlässige Planung zum Scheitern verurteilt. Dies würde auch von einem Gründungsdokument oder Ähnlichem nicht verhindert werden können. Ich beziehe mich auf ein einfaches ökonomisches Prinzip, nämlich dass alle Personen für sich selber und in eigener Verantwortung agieren können, welches vom Staat gewöhnlich erfolgreich untergraben wird. Damit ist keine Träumerei vom gleichen Stand der Persönlichkeitsentwicklung aller Menschen gemeint, denn es ist ohne Staat gerade nicht notwendig, dass alle Philosophen sind, sondern es kommt darauf an, dass die Gewaltbereiten keinen Staat zur Verfügung haben, bei dem sie ihre kriminellen Bedürfnisse in Auftrag geben können. Denn nichts anderes stellt ein Staat dar, eine Institution, die die Gewaltgelüste seiner Bürger befriedigt. Ist der Staat nicht mehr ansprechbar, kann die Gewalt von diesen Personen nicht nachgefragt werden. Sie sind selbstverantwortlich. Im folgenden Abschnitt wird über den Begriff der Sezession zu reden sein, da der Begriff schon einige deduktive Voraussetzungen in sich trägt.